Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge in Big Farm Story. Ja, in der letzten Folge haben wir ja die Kastanienwiese freigeschaltet und ich brauche für Owen etwas Holz, das habe ich organisiert, damit wir diesen Angelwettbewerb starten können. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der jetzt zur Kastanienwiese dazugehört. Wir werden es ja sehen. Schauen wir einfach mal. Averia, schön dich zu sehen. Kann ich dir helfen? Hi Owen, wir brauchen dein handwerkliches Geschick, um einen Preis nach dieser Skizze hier anzufertigen. Und hier sind die benötigten Materialien. Wow, okay, danke. Zeig mal die Skizze. Ach herrje, typisch, das kommt von Connor, nicht wahr? Naja, du hast von einem Preis gesprochen. Was habt ihr denn vor? Sam und Levi wollen sich mit einem Angelwettbewerb messen und haben Bürgermeister Connor um Hilfe gebeten. Ha, das wird ein Kräftemessen der Titanen. Da will ich auf jeden Fall zusehen. Weißt du was? Ich habe letztens diese Statue hier geschnitzt. Die ist ein großartiger Preis für euren Wettbewerb. Vielen Dank und wir sehen uns dann beim Wettbewerb. Okay. Haben wir auch erledigt. Und jetzt sollen wir wieder mit Sam reden. Na, das machen wir doch glatt. Bei Regen sollen ja die Fische besser beißen oder so. War das nicht so? Erstmal kriegt Sam ihre Gewürzgurken. Ganz wichtig. Und ja, dann gucken wir mal. Oha, das gibt schon ordentlich Punkte hier wieder. Averia, du hast ja ewig gebraucht, um Fragen zu gehen. Und was hat er gesagt? Bitte sagt, dass er es macht. Kommt er bald? Na, ihr werdet nicht glauben, was passiert ist. Ich bin... hier bist du mit meinem Preis. Voila, ich präsentiere den offiziellen Preis für den jährlichen Angelwettbewerb von Chestnut Grove. Also von Kastanienhain. Warte mal. Doch war Sam, ne? Jetzt geht's los. Versammelt euch, der Wettbewerb beginnt gleich. Okay. Jetzt bin ich ja gespannt. Willkommen zum diesjährigen Angelwettbewerb. Kastanienhain freut sich, euch dieses Jahr wiederzusehen. Wir hatten noch nie einen. Und es war meine Idee. Psst. Die Regeln. Jeder muss 5 Fische angeln. Dann treffen wir uns wieder hier zur Auswertung. Entscheidend sind Schnelligkeit, Geschick und Größe. Möge der beste Fischer gewinnen. Kinderleicht, der Sieger steht jetzt schon fest. Niemals, ich werde meinen besten Köder verwenden. Oh. Die beiden sind ganz schön verbissen. Gut, sollen wir jetzt auch mitmachen oder wie? Hallo? Komme ich hier auch wieder raus? Hallo? Kann es sein, dass sich hier irgendwas aufgehangen hat? Ich würde sagen, ich starte mal das Spiel neu, bis gleich. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich musste tatsächlich das Spiel einmal neu starten. Und jetzt soll ich 5 Zander angeln. Na, dann gucken wir doch mal. Laut Info kriege ich die hier am Carpenterhof. Naja, dann sind wir doch mal gespannt, ob wir hier 5 Zander zusammenkriegen. Ich wage das zu bezweifeln. Oh nein. Und, na gucke mal, da haben wir jetzt 3. Vielleicht kriegen wir hier aus der Reuse auch was draus. Nee, offensichtlich nicht. Gut. Angeln wir mal weiter, bis wir 5 Zander haben. Ich hoffe, dass die dann auch dementsprechend neu spawnen. Oder vielleicht habe ich ja auch Glück. Ja. Gut, das hat schon mal nicht geklappt. Gucken wir mal, ob hier schon wieder irgendwo neue Fische... Ja, guck mal, hier ist noch einer. Den würde ich gerne angeln. Ach, mein Katzi macht schon wieder Stress hier. Okay, ich brauche einen Fischschwamm. Ah, hier. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann bin ich ja mal gespannt, wer hier was verdient. So, da haben wir genug Zander geangelt. Und dann sollen wir doch mal mit Sam reden. Aber vorher machen wir hier mal meinen Katzi glücklich. So. Hallo, Sam.
Hey, was machst du gerade? Naja, ich angle wie du wahrscheinlich. Zu spät, Averia. Ich war am schnellsten mit meinen 5 Fischen. Na gut, der Punkt geht an dich, aber es ging nicht nur um Schnelligkeit. Aber ich war so viel schneller als die anderen, da zählt der Rest doch kaum. Na jedenfalls freue ich mich schon auf meine Trophäe, die reibe ich dann Levi unter die Nase. Die anderen kommen, ich hoffe, die Preisverleihung beginnt bald. Oha, bin ich ja mal gespannt, wer von den beiden hier gewinnt. Vielleicht haben wir ja auch gewonnen, wer weiß. Oh je. Großartige Arbeit alle zusammen. Das sind viele gut aussehende Fische. Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer. Einen großen Applaus bitte. Und nun die Gewinner. An dritter Stelle haben wir Averia. Yay, cool. Danke, danke, danke. Großartige Leistung und nur knapp hinter dem zweiten Platz. Keiner ist neugierig auf den zweiten. Gib den Gewinner bekannt. Sam. Was? Nein? Zweiter, aber das ist... Und der diesjährige Angel-Champion ist Levi. Tada! Natürlich gewinnt das Kind. Was auch immer, ich widme mich wieder wichtigeren Dingen. Okay. Oha. Oh, so zu gewinnen macht nicht so viel Spaß. Es tut mir leid, Levi, sie hat das nicht so gemeint. Ich kenne meine Tochter. Ja, sie scheint nur enttäuscht zu sein, nachdem sie gedacht hatte, dass sie gewinnen wird. Okay, dann werde ich einige Tage warten, bevor ich es ihr unter die Nase reibe. Warte besser einige Wochen damit. Okay, sehr gut. Da haben wir diese Quest auch erledigt. Das ist doch mal nett. So, das heißt, wir können jetzt hier für Sam nichts mehr machen. Genau, ich glaube, das sind diese Herzchen-Quests über dem Kopf, ne? Die wir jetzt hier so nach und nach freischalten. Sehr gut. So, mit Jacob soll man noch reden und so weiter und so fort. Das ist doch mal ganz nett. Was ich aber ganz gern noch machen möchte, warte mal, er hier braucht seine Milch. Ne? Er mag ja immer sehr viel Milch. Und ich muss unbedingt ganz viele Stückchen herstellen. Eieieiei. Ah, warte mal, geh mal so rum. Nein, ich will ja nichts kaufen. Ich möchte dir was schenken. Du kriegst mal einen Ast. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sehr gut. Dann kriegt Amelia auch ein Geschenkchen. Ja, irgendwas kriegt sie immer. Oh, dann gucken wir einfach mal. Zur Shepherd Farm muss ich noch. Wir haben heute alle noch keine Geschenke gekriegt. Bei Opa war ich jetzt auch schon eine ganze Weile nicht mehr. So, mit Jacob soll man ja sowieso reden, ne? Der beste Freund eines Mannes über Ezra. Mir ist aufgefallen, dass Ezra dir immer überall hin folgt. Du bist sein Herrchen, oder? Na, das könnte man wohl so sagen. Zumindest bin ich derjenige, der immer mit ihm spazieren geht. Er stellt sich auf die Ohren er stellt seine Ohren auf und sieht Jacob erwartungsvoll an. Oh, ich sollte das S-Wort nicht laut sagen. Möchtest du spazieren gehen, Junge? Ja, er wedelt aufgeregt mit dem Schwanz und sieht zu dir herüber. Während er weiter mit dem Schwanz wedelt, wandern Ezras Augen zwischen dir und Jacob hin und her. Anscheinend bittet er Jacob um etwas. Ich glaube, da möchte jemand, dass du mitkommst. Natürlich nur, wenn du Zeit hast. Ich komme gerne mit. Dann ist alles klar. Ich muss nur ein paar Sachen holen und dann treffe ich dich im Wald. Okay, sehr gut. Dann geben wir hier mal noch schnell unsere Wolle ab. Ne? Die Erfahrungspunkte bzw. die Freundschaftspunkte mitnehmen. Sehr gut. So, du magst Blümchen. Kriegst ein Gänseblümchen. Ja, danke. So, und die haben natürlich jetzt alle Aufgaben so nach und nach, ne? Das ist doch eine feine Sache. So, was mag er denn? Er mag irgendwie Süßes oder sowas, ne? Na, warte mal. Nee, ich glaube, kriegst mal einen Apfel. Das mag ich, danke. Ja, das weiß ich. Gut, Ezra ist hier geblieben? Warum? Ich soll doch mit, wir wollen uns doch im Wald treffen. Okay. Na, dann gehen wir mal zu Jacob in den Wald. Da ist er doch. Hey.
Jo. Ich muss ja noch etwas erledigen. Ich treffe dich dann bei unserem Spaziergang. Okay. Hä? Der Wald. Treffe Jacob. So, wo ist denn Jacob? Hier oben ist er schon mal nicht. Okay. Wo haben wir ihn denn? Hier nicht. Pass auf, wenn es ja gleich ganz am Eingang war. Na, hier ist er schon mal nicht. So, dann laufen wir mal wieder zurück. Hier könnte er auch sein. Nein, auch das nicht. Wo ist er denn? Da ist er. Okay. Hi. Ich hoffe, ich habe dich nicht lange warten lassen. Kein Problem, Averia. Magst du Hunde? Ja. Ja, viele Leute scheinen Hunde echt zu lieben. Ich dachte, du wärst wegen Ezra ein echter Hundeliebhaber. Ja, das bin ich nicht. Oh, ihr scheint euch aber sehr gut zu verstehen. Ja, das stimmt wohl. Gehst du oft mit ihm spazieren? Oh ja, ohne Ezra würde ich wohl nicht diese täglichen Spaziergänge machen. Naja, also ich müsste trotzdem nach dem Material für die Farm suchen, aber mit Ezra zu gehen, macht es angenehmer. Ich muss zwar häufiger anhalten, weil er mal wieder an etwas schnüffeln will, aber das nimmt den Ganzen auch die Hektik. Naja, wie dem auch sei. Ezra beginnt zu bellen und schaut Jacob bettelnd an. Braucht er etwas? Brauchen tut er nichts, aber er will anscheinend spielen. Würde es dir etwas ausmachen, ein paar Zweige zu suchen, damit Ezra sie fangen kann? Gerne, ich bin gleich zurück. Wie viel brauchen wir denn? Haben wir schon, da sind sie, kein Problem. Danke, Averia. Okay, da wedelt einer aufgeregt mit dem Schwanz und schaut auf die Zweige in deinen Händen. Bist du bereit zu spielen, Junge? Oh, okay. Fang, Ezra. Das ist ja süß. So, und jetzt du, Ezra, gib ihn jetzt Averia, nicht mir. Nein, ich will, dass du das Stöckchen wirfst, bitte. Oder doch? Danke, Ezra. Er ist sehr knuffig. Fang noch mal. Sehr schön. Guter Junge, das hast du fein gemacht. Na, das war ein Spaß. Danke, dass ich mitspielen durfte. Natürlich. Ist dir schon mal aufgefallen, wie Ezra dich jedes Mal anschaut, um nach Erlaubnis zu fragen? Er hat mir nie einen Zweig gegeben, bevor er sich vergewissert hat, dass du es erlaubst. Ist das so? Nun, nimm ihm das bitte nicht übel. Man sieht eindeutig, dass Ezra dich mag. Dann ist alles gut. Glaub mir, er ist nur daran gewöhnt, mir zu gehorchen. Jedenfalls habe ich... Oh Mist. Normalerweise gebe ich Ezra nach unserem Spaziergang ein paar Leckerlis, aber ich habe kaum noch welche. Keine Sorge, ich kann dir welche besorgen. Du verdienst meine tiefste Dankbarkeit. Wir werden dann beide auf meinem Hof auf dich warten. Okay. Dann laufen wir mal zurück, dann kriegt Ezra seine Leckerlis. Ist ja süß. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass das ein Mädchenname ist. Okay. Tierleckerli. Gucken wir mal. Habe ich die? Nee, haben wir nicht. Dann gucken wir doch mal Folgen. Du bekommst diese Ressource auf einem der folgenden Wege. In der Farmkiste. Okay. Na, dann machen wir das mal. Deine Farm. Dann laufen wir mal schnell hierher. Oh je, dieses Regenwetter. Ich muss mich unbedingt um meine Farm kümmern. Tierleckerli. Kaufen wir 4 Stück, ne? Kaufen. Dann haben wir das auch erledigt. Sehr gut. Und dann kriegt Ezra was zu futtern, oder? Ne, Jacob. Jacob braucht es. Okay. Bitteschön. Danke, er wird sich gewiss freuen. Ezra, komm her, Junge. Jetzt sitz. Er setzt sich brav hin.
Guter Junge, hier ist dein Leckerli. Wow, der ist gut trainiert. Ihr zwei scheint eine echte Verbindung zu haben. Ja, das stimmt wohl. Schon komisch, ich wollte eigentlich nie einen Hund, aber Lea... Jacob, alles in Ordnung? Er nähert sich Jacob und stupst ihn an. Er leckt ihn an den Händen, bis Jacob beginnt, Ezra zu streicheln und ein liebevolles Lächeln aufsetzt. Entschuldigung, ich hatte mich eben ein paar Gedanken verloren. Welche Gedanken denn? Ich sagte, dass ich derjenige bin, der sich um Ezra kümmert. Aber wie du siehst, ist es eher andersherum. Ich muss jetzt zurück an die Arbeit, aber danke für deine Gesellschaft heute. Vielleicht können wir das ein andermal wiederholen. Ich bin sicher, Ezra würde sich freuen. Ja, das denke ich doch auf jeden Fall. Das ist sehr cool. Dann haben wir da auch schon wieder eine Aufgabe erledigt. Ich finde ja sehr schön, dass wir hier Münzen kriegen, ne? Ist ja eine feine Sache. So, ich kann hier keine Tiere füttern, weil ich unbedingt erstmal Stückchen machen muss. Ich habe das hier schon ein bisschen, forciert, ne? Mit den, wie heißen sie? Löwenzahn. Na, da wollte ich unbedingt mal ein bisschen mehr machen. Das machen wir jetzt auch glatt nochmal. Da ist Löwenzahn. So, dann kommen wir nämlich an mehr Stückchen ran. Das heißt, ich kann im... Ach Gott. Kann ich ein paar mehr Futterchen machen, ne? So. Stückchen. Gibt's hier. So, guck mal. Dann können wir da gleich ein paar mehr von machen. 280, das ist sehr gut. Dann können wir Kleintierfutter herstellen. Und Großtierfutter auch. Das ist sehr schön, denn so wie ich gesehen habe, brauchen gerade alle Tierchen was zu futtern. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, ich kümmere mich mal etwas weiter um meine Farben und dann gucken wir mal, was wir in der nächsten Folge Schönes anstellen. Werden wir uns sicherlich noch ein bisschen weiter um die Aufgaben hier kümmern, ne? Dass wir ein bisschen besser vom Fleck kommen, gerade was vielleicht auch die Freundschaftsaufgaben angeht, ne? Denn wer weiß, was neuer dem Ganzen noch folgt. Ich kann mir vorstellen, dass es da noch ein paar Folgeaufgaben denn gibt, wenn man sich hier noch weiter in die Gemeinschaft integriert hat, ne? Ja, ihr Lieben, wie gesagt, ich bedanke mich für diese Folge bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei gewesen sein. Ich wünsche euch wie immer einen traumhaft schönen Tag. Ja, und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.